Es geht also los. Schauen wir noch mal auf die Regeln dieses heutigen Kampfes. Im Vordergrund steht hier ausschließlich der Kampf im Stand. Also vollständig ohne Grappling. Und nicht zugelassen sind auch Folgestrikes am Boden. Was für eine Spinning Backfist. Ja, der Schlag kommt nicht an. Ja, da ist der Roundhouse. Oh, jetzt angeschlagen. Da, schöner Kick von Karten. Schöne Gerade. Oh ja, satter oh, Kick vorbei. Scheint benommen zu sein. Alle Strikes jetzt. Gut, mit der Overhand. Oh, voll auf den Körper. Was für ein Kick. Da, schöner. Klasse Punch. Oh, 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 mit dem Körper ist er wieder angeschlagen. Starker Kopf, aber der zeigt Körper. Gute Angriffe hier. Der Schlag geht daneben. Oh, 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 den Haken spürt er. Super Angriffe hier. Ja, gute Deckungsarbeit. Oh, oh, der Leg-Kick kommt an. Ja, kombiniert hier toll seine Angriffe. Das sieht gut aus. Ja, ja, schöner Roundhouse zum Körper. Ja, ja, da kommt an. Da kam der Leg-Kick. Schöner Treffer. Auch da wieder ein richtig guter Leg-Kick. Tyron Woodley versucht's mit dem Leg-Kick, aber er geht vorbei. Oh, da war viel Wucht hinter dem Kick, aber er war zu ungenau. Und wieder so ein harter Wirkungstreffer. Ja, er kommt auch diesmal wieder hoch. Oh, er ist wieder benommen. Jetzt ist er wieder angeschlagen. Heftiger Kick zum Ball. Er kann nicht mehr weitermachen. Klarer Fall, diese Leg-Kicks sind natürlich einfach zu hart, zu brutal. Ja, dann gehen wir jetzt mal in die Wiederholung des Kampfes. Ja, was war das für ein Leg-Kick? Den sollten wir uns noch mal... Und jetzt zu Bruce Buffer mit dem offiziellen Ergebnis.